Hallo, das ist Florian Rackl und Philipp Meigenitsch aus der Türkei vom Karya Golf Club vom European Tour Kurs. Wir haben die ersten 5 Löcher schon gespielt in unserer Türkei Challenge, das ist Match 1. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kopf-an-Kopf-Rennen, wir sind all square nach 5 Löcher, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Sofort anschauen, der Link ist über dem Philipp. Schaut euch an und wir gehen gleich auf die 6. Par 3, 155 Meter über Wasser, leichter Rückenwind. Ich nehme Eisen 8. Ebenfalls. Los geht's. Sehr guter Schuss. Gerade. Linie war das einzig Gute. Links. Ja. Wird spannend. Der Ball war im Flug eindeutig übers Wasser, aber er ist nicht am Grün oder auch nicht drumherum. Deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes über als die Dropzone und den Chip zum Paar. Auf einmal bin ich weiter weg wieder, Philipp. Toi, toi, toi. Meine ist Gott sei Dank trocken geblieben. Spin. Aber fein gespielt. So, Chip mit dem Pitching Wedge. Schauen wir mal, was geht. Vielleicht können wir da was rausholen aus dem Ball. Der ist geschenkt. Danke sehr. Das heißt, noch zum Teilen. Du brauchst die Drucksituationen. Anscheinend. Schade. So aggressiv. Aber wie lange drin sind? Ja. Ja, vor allem weil er eh wirklich genug Tempo gehabt hat. Eins down. Eins auf. Philipp ist weiter geht. Par 5, Loch Nummer 7, 465 Meter. Da gibt es nur eines, glaube ich, Flo, für dich auch. Angriff mit dem Driver. Für mich sowieso, ich bin eins down. Jetzt muss was gehen. Jetzt muss was passieren. Mit Rückenwind. Oh. Da will einer? Verdammt. Professorischer Ball. Eieiei. Oh yeah.
Okay, der lange Streif war es, glaube ich, nicht. Aber ich bin noch am Leben, das ist das Positive in der Geschichte. Layup mit dem Eisen 4, ich werde versuchen, da vor den Funkern zu bleiben. Das müsste mit dem Gegenwind nun passen. So, die Fahne ist ungefähr 2,30 weg. Wir versuchen mit dem Rescue. Okay. 101 Meter Gap Wedge aus der 10 Uhr Position. Schauen wir, was geht. Leichte Hanglage. Ich hoffe, ich verliere nicht links. Ich will nicht verschreien. Links lang. Nicht drauf bringt. Sieht man von beiden Seiten anders aus? Sieht man gar nicht. Das ist meistens. Ganz eine schlechte Sache. Ich weiß nicht. Da bleibt noch Tester. Ein Tester zum Fahren. Hab ich auch. So, der muss rein. Boah! Ah ja. Die Grüns sind echt pfeilschnell, gell? Wahnsinn. Aber richtig cool für die Jahreszeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Für die Vorentscheidung. Es wäre eigentlich komplett unverdient, das Lauf zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Wahnsinn. Ich bin fertig machen, gell? Natürlich. Ein Dreibart-Bogi. Das wird ja doch noch wichtig. Hätte es nicht sein müssen. Nein, in Topform präsentieren wir uns bis jetzt nicht. Ist noch zu früh. Im Jahr. Und Uhrzeittechnik. Blaues Auge. Wir bleiben bei 1 auf. Das wäre jetzt die Frage, gell? Eisen 7, Eisen 8. 149 haben wir. 149 Meter Gegenwind. Ich werde mich fürs Eisen 7 umentscheiden. Der Wechsel aufs Eisen 7.
blast etwas stärker als gedacht. So, also Eisen 7, Loch Nummer 8, oder? 8, ja. Ja. Paar 3, 149 Meter. Oder? Ich hoffe, man kann das einigermaßen am Video kennen, was da für Wellen am Grün sind. Der geht nicht. Aber das besser. Ist heftig. Stimmt. So, Flo, rein damit. So, das ist vorbei. Das ist vorbei, ja. Scheiße. Ah, schade. Da geht's um Zentimeter. Ja, somit geht Match 1 an Philipp. Steht 1:0. In unserer Türkei-Challenge. In der Türkei-Challenge. Aber es geht weiter. Wir gehen die 9 noch ab. Ihr seid live dabei. Selbstverständlich. Es geht zwar bei diesem Loch jetzt um nichts mehr, aber gehen wir noch auf die 9. Es geht um die Ehre. Es geht um die Ehre. Paar 4, 362 Meter. Ich werde es wieder mit meinem Treiber versuchen. Nachdem er mich gerade beim vorletzten Loch so richtig enttäuscht hat. Aber es hilft nichts. Jetzt haben wir ein Testloch. Bleibt nichts anderes übrig. Ah! Bleibt gut. Bleibt bei uns da. Ja, liegt vor dem Bunker. Dermaßen weit kannst du den Ball wieder zur Spitze drücken. Wind von links hinten. Gleiche Distanz, nimm eine ganz kleine 9 und flach reinspielen. Der
ist links. So, der Mist war links relativ schwierig hier runter, wie ihr seht. Den Hügel runter. Und auch ein Lockwatch nehmen. Den Weich dampfen lassen. Gut, wie gesagt, das war's vom ersten Match. Der Philipp führt 1:0. Das waren die ersten 9 vom Kaya Golf Club in der Türkei. Wir gehen dann weiter zum Match 2. Das seht ihr dann beim Philipp auf seinem Kanal. Also bitte rüberwechseln auf meinen Kanal, Philipp genau. Meichnitsch Golf. Da gibt es dann Teil 2. Es wird wie immer spannend werden. Ganz genau. Ich glaube, das können wir schon garantieren, obwohl wir es noch gespielt haben. Und lustig natürlich auch. Ja. Also bitte auf meinen Kanal wechseln. Match Nummer 2 auf meinem Kanal geht jetzt dann gleich weiter. Bis dann. Ciao. Tschüss.